Willkommen, meine lieben Freunde, zurück zur Let's Play hier bei Marvel's Spider-Man Remastered Version DLC Silver Lining. Wir machen natürlich direkt noch dort weiter, wo wir in der letzten Folge stehen geblieben sind. Und natürlich ist mein Dankeschön an die vielen Leute da draußen, die das ganze letzte Video positiv unterstützt haben. So, in der letzten Folge haben wir die letzte Screwball-Nebenmission abgeschlossen, beziehungsweise haben wir Screwball für ein und allemal erledigt. Sie ist jetzt wieder mal hinter einem Gittern. Das wollen wir jetzt mal hoffen. Und ja, ich weiß, dort ist ein Verbrechen, ich weiß. Aber ich habe keine Zeit, denn wir wollen jetzt das letzte Olympus-Versteck machen. Stimmt unter der Erde. Dann gehe ich der Sache mal auf den Grund. Genau. So, denn in der letzten Folge haben wir auch noch ein weiteres Olympus-Versteck erledigt. Das war, glaube ich, dieses hier. Und jetzt machen wir einfach das letzte und damit sind wir auch quasi damit durch. Okay, ich würde sagen, legen wir mal los und ich hoffe auch wirklich, dass ich das beim ersten Versuch es auch schaffe. Hi David, ich habe das letzte Versteck gefunden. Großartig. Also, ich dachte, vielleicht sollten wir die Hilfsgüter zur Polizei bringen. Und zur Aufbewahrung. Ich passe lieber selber darauf auf. Ich habe das Gefühl, dass du mir was verschweigst. Ich hatte ein Arbeitsvisum über Sable International. Durch meine Kündigung ist es ungültig. Schon eine Ausweiskontrolle könnte meine Abschiebung bedeuten. Ich will nur das hier erledigen. Dann bin ich weg. Vielleicht kann ich dir bei der Aufenthaltsgenehmigung helfen. Es ist schon okay. Das war meine Entscheidung. Ich bereue es nicht. Okay, so sind noch welche Jungs dort alleine. Ja, der hier. Okay, noch welche dort hinten. Ja, das wird ein bisschen riskant. Ah, Moment mal. Der Typ ist alleine. Echt kein Ende. Hätte ich mal doch gefrühstückt. Ja, ein bisschen mehr Action wäre gut. Nicht schnarchen. Okay, ich würde mal sagen, legen wir mal los. Die Party kann beginnen. Ich bin bereit. Das letzte Versteck und das letzte Mal hier Prügelei. Und ihr seht ja, die sind so dumm und taub wie ein Toastbrot. Die checken gar nichts. Wo ich mir auch so denke, so der Raum ist jetzt auch nicht so riesengroß. Wie hat er uns gefunden? Wohnt ihr jetzt unter der Erde? Wie hoch ist die Miete? Ich frag für einen Freund. Hi MJ. Tust du mir einen Gefallen? Ja, was denn? Erinnerst du dich noch an deinen Artikel über den Lehrermangel hier in der Stadt? Ja, hätte da jemand passen, denn wenn er ein Visum hätte. Ich glaube, manchmal sind Arbeitsvisa über Empfehlungen möglich. Schick mir deine Daten, ich hüpf mal um. Jungs in einem Höhlenversteck. Ihr seid wirklich wandelnde Klischees, wisst ihr das? Ich stopp dich in den Boden! Was ist, wenn ihr euch was zu essen bestellt? Werfen die das dann einfach in den Gulli? Ja.
aus? Du klingst wütend. Vermutlich zu wenig Sonne. Aufpassen! Ihr seid schreckliche Gastgeber! Zu viele Männer wurden erwischt! Wie macht ihr das? Okay, diese Hilfsgüter müssten eigentlich hier irgendwo sein. Na endlich, Gott sei Dank. Aber geil, ich habe das beim ersten Versuch geschafft. Etwas positiv sehen. Dass ich diese Hilfsgüter finde. Okay, so, da drin ist das versteckt, oder beziehungsweise dort hinten ist das versteckt. Nur wie komme ich denn da jetzt lang? Okay, durch die Tür geht es anscheinend nicht. Kann ich hier nicht... Nee, geht es nicht. Ich dachte, ich könnte hier lang krabbeln. Ja, wie soll ich das denn jetzt machen? Hier ist auch kein Lüftungsschacht. Theoretisch müsste ich doch diesen Zug hier irgendwie... Ja, ich weiß nicht, wegschieben. Ah, in den Seiten. Sehr schön, okay. Sind die Hilfsgüter, David? Die letzten Hilfsgüter sind gesichert.
Danke. Ich bringe alles zur Symkarianischen Botschaft und sorge für die Auslieferung. Sag einfach Bescheid, wenn ich noch irgendwie helfen kann. Mach ich. Und danke nochmal, Spider-Man. Das war's wohl. Hoffentlich kann MJ was für ihn tun. Geil, Leute, wir haben es geschafft. Wir haben das letzte Versteck endgültig geschafft und somit auch die Nebenmission, ich sag mal, komplett geschafft. Naja, ich meine, es kommt, glaube ich, nichts mehr deswegen. Würde ich auch vorschlagen, wir machen jetzt dann weiter mit den anderen Nebenmissionen, mit diesen Tatortaufnahmen, weil Zeit haben wir ja noch. Ja, die kleinen Verbrechen, die würde ich einfach sein lassen. Hey David, was gibt's? Spider-Man, ich habe die Hilfsgüter und bin auf dem Weg zur Botschaft. Aber ich glaube, ich werde verfolgt. Wo bist du? Ich bin nicht sicher. Ich... David? David! Halt durch! Bin unterwegs! Hammerheads Leute wussten, dass David allein ist. Und angreifbar. Ich hätte es wissen müssen. Durchhalten, David. Okay, David, halte durch, ich komme! Bin ja fast da. David, und er steckt in Schwierigkeiten. Hi David, sieht aus, als könntest du Hilfe gebrauchen. Was war das denn gerade? Ich seh sie. Bin ich denn David schon ausgewichen oder wurde ich getroffen? Oder egal. Ist jetzt nicht mehr so wichtig. David, ich könnte deine Hilfe gebrauchen gegen den Riesen. Oh nein, wieder so ein Peitschen-Heini. Ey, das war jetzt gemein. Das war jetzt so richtig gemein vor diesen Riesen. Ah, wie ich euch hasse. Alles okay? Glaub schon. Dank dieser Sable-Panzerung. Also, was jetzt? Ich bringe die Hilfsgüter zur Symkarianischen Botschaft. Dank dir kriegen die Symkarianer endlich die nötige Hilfe. Schön, dass ich helfen konnte. Aber ich meinte, was ist jetzt mit dir? Tja, vor ein paar Minuten hat mich eine Schule in Midtown angerufen. Wenn ich dort als Lehrer anfange, bieten sie mir ein Visum an. Du hast nicht zufällig was damit zu tun? Guten Menschen passiert auch Gutes. Ich bin dir wirklich sehr dankbar. Ich will den Kindern dabei helfen, ihre Träume zu erfüllen, so wie du mir geholfen hast. Eigentlich sollte ich eher dir danken. Wofür? Für die Erinnerung, warum ich diese Stadt liebe. Ah, liegt
Liegt's an mir oder ist die Welt ein bisschen heller geworden? Alles klar, geil. Jetzt haben wir aber wirklich komplett diese Nebenmission geschafft. Und jetzt würde ich vorschlagen, da wir ja noch genügend Zeit haben, wenn wir jetzt auch die restlichen Tatortbänder sammeln. Alle Einheiten, Überfall auf eine Sable-Lieferung durch die Magier. Ich glaube, ich bin nah an einem anderen Tatort. Okay, wow, wie ist das denn jetzt gemacht worden? Ich glaube, ich muss hier nach oben. Achtung, alle Einheiten. Ja, ich weiß, Achtung, Achtung. Ich habe keine Zeit dafür, sorry. Die Visitenkarte der geheimnisvollen Person. Noch ein Polizeibericht und noch ein Audiorekorder. Haben Sie mir gerade gedroht? Wir sollten die Sitzung beenden. Sorry, Doc, ich wollte Sie nicht erschrecken. Ich bin etwas paranoid. Wie gesagt, stressiger Job. Okay. Erzählen Sie mir mehr von Ihrer Arbeit. Wie sieht Ihr Alltag aus? Alltag. Ich wache auf und schaue auf mein Telefon. Der Boss sagt mir, um wen ich mich kümmern soll, dann frühstücke ich. Ich probiere gerade diese Keto-Diät aus, wissen Sie? Dann führe ich den Auftrag aus. Manchmal muss ich dann nach Hause und mich waschen. Nachmittags mache ich öfter Sport, danach Abendessen. Entschuldigung, einen Moment bitte. Was heißt den Auftrag ausführen? Ich töte, wen mein Boss mir aufträgt. Ich bin ganz gut darin. Hab schon einige Erfahrungen. Der Typ klingt wie ein Handlanger der Magier. Das scheint nur ein Teil der Geschichte zu sein. Ich sollte nach weiteren solchen Orten suchen. Okay. Oh, ist das interessant. Hier ist auch schon der nächste. Das kommt mir bekannt vor. Der letzte Aufenthaltsort eines Magier-Informanten, der vor ein paar Monaten verschwunden ist. Hören wir mal, was der Rekorder zu bieten hat. Und was denken Sie, Doc? Klinisch gesehen sind Sie ein Soziopath. Sie bereuen Ihre Taten nicht, Sie lösen auch keinen Stress aus. Ich bezweifle, dass Sie glauben, mit Ihnen stimme etwas nicht. Warum sind Sie also heute wirklich hier? Sie sind schlau, das gefällt mir. Okay, kommen wir zur Sache. Tun Sie, was ich sage, dann lasse ich Ihre Familie leben. Wow. Kommen wir zur Sache, okay? Ich weiß, warum Sie hier sind. Als Sie reinkamen, wusste ich sofort, wer Sie sind. Und ich weiß noch etwas. Bevor ich irgendetwas für Sie tue, werden Sie etwas für mich tun. Also das kam überraschend. Diese Tatorte sehen alle wie getarnte Magierverbrechen aus. Und wenn der Typ auf dem Band ein Magier-Handlanger ist, dann hat er vielleicht diese ganzen Leute getötet. Das klingt echt ziemlich krass, also ich weiß nicht, was ich hier sagen soll. Naja, machen wir mal weiter. Das sehe ich mir genauer an. Viel Absperrband und Ausrüstung an diesen Tatorten. Wer auch immer das war, hat Zugriff auf dieses Zeug. Hier ist jemand zu Tode gestürzt. Man hielt es für einen Unfall, aber stimmt das? Auf der letzten Aufnahme hat der Therapeut den Spieß umgedreht. Da sind Sie ja. Setzen Sie sich. Haben Sie das, das sollte Ihr Kapitalproblem beheben. Okay. Das tut es allerdings. Danke. Also, ich nehme an, Sie sind hier, weil ich einige Polizeibeamte behandle. Da liegen Sie richtig, aber mein Boss und mich interessiert nur eine Patientin. Um wen geht es? Captain Yuri Watanabe. Yuri? Was hat sie damit zu tun? Ich fürchte mich vor dem Ende dieser Geschichte, aber ich muss dranbleiben. Yuri! Interessant. Die haben wir eigentlich in dieser Episode gar nicht gesehen. Wir wissen ja natürlich, was in der letzten Folge geschehen ist. Die ist ja richtig ausgeflippt, beziehungsweise sie wollte Hammer tatsächlich umbringen. Das hat sie auch beinahe geschafft. Naja, ich hoffe, wir werden gleich noch mehr von ihr was erfahren. Es muss hier in der Nähe sein. Noch etwas für mich. Verdächtige haben einen Sable-Transporter entführt. Wir erhalten Meldungen aus Little Tokyo. Die Polizei hielt dies für einen Selbstmord. Aber Yuri hatte Zweifel. Das Opfer gehörte zu Hammerheads Kumpanen. In der letzten Aufnahme haben sie über Yuris Krankenakte gesprochen. Hier ist Captain Watanabes Akte. Das ist alles? Ja,
Haben Sie Sitzungen von ihr aufgezeichnet? Nein, ich zeichne Sitzungen nie auf. Das wäre unethisch und illegal. Wir möchten, dass Sie Ihre nächste Sitzung aufzeichnen. Und mein Boss hat eine Liste mit Fragen, die Sie stellen sollen. Haben Sie damit ein Problem? Nein, kein Problem. Ich sollte mir das wohl nicht anhören. Aber ich kann nicht aufhören. Wer das hinterlassen hat, war wohl mit der Arbeit der Polizei nicht zufrieden. Meine Fresse, es wird immer spannender und spannender. Okay, dann schnell hier rüber spawnen. Ich komme näher. Und es wird immer heißer. Der die hinterlassen hat, seine Gründe hatte. Yuri hat mir erzählt, dass hier jemand ertrunken ist. Es kam mir verdächtig vor, weil das Opfer hervorragend schwimmen konnte. All diese Berichte stammen aus den letzten 12 Monaten. Aber letzten Monat hat Yuri selbst all diese Fälle übernommen. Hat Yuri mir all diese Aufnahmen hinterlassen? Okay, Yuri, machen wir weiter. Denken Sie immer noch so zwanghaft an diesen Verdächtigen? Ja. Manchmal fühlt es sich an, als hätte ich ihn fast. Und manchmal so, als würde ich ihn niemals kriegen. Machen Sie auch Ihre Atemübungen? Ich versuch's. Aber? Ich weiß, wer er ist. Und wo er ist. Und ich weiß, was er getan hat. Aber ich kann nichts tun. Nicht ohne rechtlich verwertbare Beweise. Das muss frustrierend sein. Sie haben ja keine Ahnung. Anscheinend nimmt Yuri an, dass der Typ auf dem Band all diese Leute umgebracht hat. Ich glaube, sie könnte recht haben. Naja, wir wissen ja, sie ist ja eigentlich quasi extrem besessen danach. Hinter dieser Magia-Familie. Das haben wir in der letzten Episode ja auch halt herausgefunden. Der verehrten Hörer, mir Fotos zu schicken, die ein für alle Mal beweisen, dass Spider-Man in direkter Verbindung zu den Verbrechern dieser Stadt steht. Ich glaube, hier gab es einen Fall von Fahrerflucht. Das Opfer sollte eigentlich gegen einen von Hammerheads Leuten aussagen. Die Polizei hat natürlich keinen Verdächtigen gefunden. Auf der letzten Aufnahme klang Yuri frustriert. Sie haben ja keine Ahnung. Das ist alles? Ja, ich meine, wir haben noch kurz über Ihre Medikation gesprochen, aber... Wann ist Ihre nächste Sitzung? Warum? Was wollen Sie denn tun? Ich werde das tun, was mein Boss mir aufträgt. Oh nein. Holen Sie zum Schlag gegen Yuri aus? Ich muss zu diesen anderen Orten. Alle Einheiten. Nur, wenn Yuri diese ganzen Tapes hier, ich sag mal... verteilt hat. Was will sie uns damit sagen? Ich meine, will sie uns damit uns sagen, wir sollen sie halt verstehen, warum sie das tut? Ich meine, wir verstehen zwar auch, aber es klingt gerade nicht was Gutes. Ich glaube, ich bin fast da. Bestimmt hinterlässt Yuri all diese Sachen. Ich erinnere mich daran. Jemand wurde bei einem Unfall durch einen Stromschlag getötet. Und das Opfer kannte Hammerhead. Yuri hat aber keine Hinweise auf ein Verbrechen gefunden. Diese Fallakten werden immer aktueller. Das hier ist erst vor ein paar Wochen passiert. Sie wirken nervös. Ja, naja, wenn der Chief wüsste, dass ich undercover für Sie arbeite. Ich darf meinen Job nicht verlieren. Vielleicht sollte ich diese Atemübungen mal ausprobieren. Na, das ist aber interessant. Keine Angst. Ich werde nichts sagen. Und Sie machen das gut. Sie sehen wirklich aus, als wären Sie vom Fach. Vielen Dank. Glaube ich. Sie glauben, er weiß, dass Sie verkabelt waren? Wenn ja, dann ist er ein verdammt guter Lügner. Er ist ein Magier-Handlanger. Und ein guter Lügner. Aber ob er auch weiß, dass er angelogen wird? Das wird sich morgen herausstellen. Sind Sie sich ganz sicher? Wir erwischen ihn, wenn er versucht, einen Officer zu töten. Dafür bekommt er lebenslänglich. Yuri, was machst du nur? Ich muss sie finden. Sie ist besessen. Und habe ich das gerade richtig verstanden? Das war jetzt kein richtiger Therapeut. Der hat nur so getan. Yuri hat ihn halt nur richtig benutzt. WTF? Yuri war hier. Wo ist die Akte? Ich erinnere mich, dass Yuri sagte, dies sei wohl ein Unfalltod gewesen. Lebensmittelvergiftung, glaube ich. Hey, Captain. Sind Sie bereit? So bereit wie nie. Ich bin verkabelt und auf dem Weg ins Büro. Schnapp mir nur noch einen Kaffee. Okay, ich gebe einen aus, wenn es vorbei ist. Ha. Darauf freue ich mich, Captain. Yuri wurde suspendiert, aber sie lässt nicht locker. Das verdient wirklich Respekt. Hi, einen großen Kaffee bitte. Hallöchen, Doc. Mit wem haben Sie gerade gesprochen? Oh. Hey.
Nein. Warum habe ich mir das angehört? Okay, warte, was? Neue Nebenmission? Anruf von einer unbekannten Nummer. Hallo? Hallo, alter Freund. Juri? Triff mich an der Ecke Madison und 23. Straße. Wir müssen reden. Halt, warte, Juri! Mist, sie ist weg. Nach allem, was Juri erlebt hat, muss es ihr furchtbar gehen. Sie tut nichts ohne einen Grund. Warum hat sie mich also auf diese gruselige Tatort-Tour geschickt? Sie muss eine Spur zu diesem Handlanger haben. Ich freue mich, sie zu sehen. Und ihr zu helfen. Bei was auch immer. Okay, dann würde ich mal sagen, spawnen wir mal direkt schnell hin. Alter, das wird immer krasser hier. Was geht denn hier bitte schon ab? Ich habe so das Gefühl, diese Tatorte, das war alles Juri. Also, Juri hat die ganzen Personen ermordet. Oder ich könnte mich auch irren, aber trotzdem. Achtung, Einheiten. Das klingt für mich alles sehr verdächtig. Moment, was? Juri, was hast du getan? Oh boy. Das ist der Magier-Handlanger. Tot. Und die Fallakten zu all seinen Opfern. Dieser Typ hat all diese Leute getötet. Aber hat er deshalb verdient zu sterben? Juri. Ich weiß, was du sagen willst, aber hör mir erst zu. Meistens funktioniert das System. Aber manchmal funktioniert es auch nicht. Und ich kann das nicht akzeptieren. Manche Leute vertrauen auf das Schicksal oder Karma oder was auch immer. Aber ich vertraue nur mir selbst. Du kannst niemanden töten, Juri. Anscheinend schon. Und weißt du was? Es war gut. Bitte, du musst dich stellen. Warum? Ich habe nur für Gerechtigkeit gesorgt. Wahre Gerechtigkeit. Damit die Welt wieder ein bisschen mehr im Gleichgewicht ist. Du bist meine Freundin, Juri. Ich will dich nicht jagen müssen. Du tust, was du tun musst. Und ich tue, was ich tun muss. Mach's gut, Spider-Man. Juri! Was mache ich nur? Das ergibt jetzt alles einen Sinn. Was Juri Hammerhead angetan hat. Sie quält sich schon lange damit. Sie hat ihre Gefühle nie gezeigt. Das muss sie belastet haben. Aber sie ist auch die zäheste und dickköpfigste Person, die ich kenne. Das war sicher ein übler Typ, aber ihn umzubringen, das geht zu weit. Oh Mann. Ja, Juri ist jetzt einen anderen Weg gegangen, was ich auch ziemlich krass finde. Deswegen lohnt es sich auch schon halt dieses DLC zu spielen, beziehungsweise alle drei Episoden, weil das spielt dann auch halt eine sehr, sehr wichtige Rolle in Spider-Man 2 und sie wird eh in Spider-Man 2 vorkommen. Wir haben ja laut Trailer halt schon gesehen, dass sie auch als Schurkin auftaucht. Klar, wir haben jetzt ihr Gesicht jetzt nicht gesehen, das soll wahrscheinlich so ein kleiner Twist sein im zweiten Teil, aber kommt schon noch. Ich bin jetzt auch nicht so blöd und ich gehe auch hundertprozentig davon aus, dass es sie auch ist. Ich glaube, sie nennt sich Whisplash oder... Boah, ich weiß jetzt nicht, wie ihr Name ist, aber irgendwas in der Richtung. Naja, okay Leute, ich find's cool. Wir haben dann auch die, ich sag mal, letzte Nebenmission beendet und das jetzt auch alle. Und in der nächsten Folge geht es dann auch noch weiter mit der nächsten Hauptmission. Das wird dann auch die allerletzte Folge sein von Marvel's Spider-Man Remastered Version. Und damit sind wir auch halt durch, das finde ich auch ziemlich nice, wurde auch mal so langsam Zeit, naja eigentlich auch sehr traurig, weil das Spiel auch dann halt vorbei ist, aber naja, irgendwann, also quasi im nächsten Monat kommt auch der zweite Teil, Leute, nicht mehr lange und dann können wir den zweiten Teil auch zocken, er hat auch so langsam Zeit. Okay Leute, ich würde mich jetzt auch hier verabschieden, ich hoffe trotzdem die Folge hat euch etwas gefallen, wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like da oder schreibt doch wenigstens was Nettes in den Kommentaren, denn das würde mich natürlich super duper freuen. Und wir sehen uns halt das Ganze erst in der nächsten und auch in der letzten Folge hier bei Marvel's Spider-Man Remastered Version. Mach's gut, bis bald und haut rein. Tschüss!